Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Part von Asterix Maximum Gaudium. Und zwar werde ich euch in diesem Part einmal noch Asterix, Mrs. Methusalix und Trobadix vorstellen. Im Endeffekt gibt es da eigentlich nicht so viel zu sehen, aber der Vollständigkeit halber. Und ich werde euch zeigen, wie man in dem Übungsmodus sein eigenes Turnier zusammenstellt. Ist im Endeffekt nicht schwer. Und zwar hat man hier die ganzen Minispiele zur Auswahl und beispielsweise könnte man jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte das Versteckspiel, ist das angewählt und man sagt, ich möchte noch das Hindernisrennen. Dann sind die Sachen hier halt ausgewählt und dann kann man auf OK drücken und dann spielt man die Spiele nacheinander halt weg, wie wir eben bei einem richtigen Turnier. So, wir machen die Wildschweinjagd. Wie gesagt, man konnte sich sogar hier auch noch die Filme ansehen, wie ich hier gerade sehe. Wir wollen das jetzt aber nicht, das haben wir ja schon alles gesehen. Ein Spieler und auf Wildschweinjagd geht diesmal Asterix. Ja, Zaubertrank, bla bla. Wegklicken kennen wir schon. Okay. Wie gesagt, ist jetzt halt nicht wirklich so viel anders, weil ihr dann ja auch schon ein bisschen in den anderen Parts gesehen habt, wie die anderen Charaktere aussehen beim Laufen und was weiß ich noch alles. So viel Neues gibt es da nicht. Auf die Plätze, fertig, los! Aber wie gesagt, ich dachte mir einfach, der Vollständigkeit halber machen wir das halt nochmal. Und ja, why not? Wie gesagt, das Spiel macht mir sowieso viel Spaß. Und von daher hängen wir doch noch einen kleinen Part dran. Okay, Wildschweine, könnt ihr jetzt mal irgendwie hier herkommen oder so? Weil die anderen, die sind mir jetzt schon ziemlich nah auf den Fersen. Nein, das war ein Römer. Der ist auch nicht schlecht gewesen. Ich habe noch ein paar Punkte gebracht. Das Obelix, verdammt. Das schnappt mir jetzt alle Wildschweine weg. Ne, gerade Obelix. Was geht mit Trobadix denn bitte ab? Ja, alles klar, Trobadix, ne? Hau rein. Was ist nicht. Naja, wir sammeln ja auf jeden Fall auch in Form von Römer ein paar Punkte. Das ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Man hat hier gesehen, es ist... Oh, Wildschweine! Es ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, ein paar Römer zu schlagen. Um in der Form dann halt Punkte zu sammeln, wenn halt jetzt gerade keine Wildschweine da sind. So. Trotzdem sind die mir ganz schön dicht auf den Fersen, ne? Sie sind kaum Schweine. Dann habe ich nur das eine erwischt. Schade. Na komm schon. Aha. Ich habe dich noch erwischt. Schade, da habe ich den Trank nicht mitgenommen, aber ist okay. Was geht denn jetzt mit Frau Methusalix ab? Also sag mal, haben die irgendwie alle was geschluckt oder so? Ist das Vibe sogar? Bloß weg, das sind meine Schweine. Römer, ich brauche keine Römer, ich brauche Schweine. Ja, natürlich. Wie konnten die mich denn jetzt bitte treffen? Aber ist okay. So. Jetzt haben wir jetzt erstmal eine ganz kleine Herde, die ich überhaupt nicht mitbekomme. Geil. Sehr nice. Alter, die ist immer noch besser als ich, die Frau Methusalix. Ja, super. Jetzt habe ich auch noch Obelix vor der Backe. Ja, gut. Gott sei Dank geht er einen anderen Weg. Jetzt hat er mir die ganzen Wildschweine weggenommen. Alter, was ist denn los? Also beim Turnier hier war ich besser, aber irgendwie kriege ich hier auch... Ja, natürlich. Was auch immer mich da umgerannt hat. Jetzt ist Trobadix noch besser als ich, oder was? Ne, ich krieg da nicht mehr. Unfassbar. Frau Methusalix. Ja, natürlich. Unglaublich, aber wahr. Ja. Wir waren das letzte Mal fast ganze 1000 Punkte besser. Super. Ja, genau. Endresultate bei nur der eine. Und jetzt gucken wir uns Frau Methusalix an, die hier gerade sowas von abgesahnt hat. Das gibt's doch nicht. Ich fass es nicht. Okay. Was machen wir denn? Zutaten darin, Festmahl. Ich würde ja doch mal gerne Festmahl machen, ne? Aber dann seht ihr nicht, wie sie schlägt und so weiter. Deswegen machen wir das Lager verwüsten. Genau.
Weil beim Essen, wie gesagt, da sitzen die ja nur am Tisch und von daher, ich wollte euch halt jetzt auch nochmal zeigen, wie die dann halt schlagen und so weiter. Deswegen diese Art von Minispiel. So, go, go. Okay, wieder knapp. 2000 Punkte brauchen wir. Plätze, fertig, los, los. Die Hauptsache ist mein fetter Leck hier. Super. Nur weil mein PC gerade meint, hier, was weiß ich, sich artikulieren zu müssen. Hast du geil gemacht, PC. So, richtig geil. Ich habe hier irgendwo einen Speer oder so. Ihr habt welche. Gib die mal her. Okay. Nice. Mhm, PC. Auf jeden Fall. Zucker. Ja, natürlich. Gib mir nochmal so richtig einen mit, nur weil ich eine Frau bin. Natürlich. Ja, könntest du jetzt mal bitte hier. Danke. Okay, irgendwie hat mein Skill gerade um 100% nachgelassen, habe ich das Gefühl. Oh Mann. So, ich brauche... Genau. So etwas brauche ich. Lass mir den... Den Turm vernichten. Na komm schon. Ich brauche was Neues. Ich muss hier erstmal so richtig abgehen, weil das hat mich ganz schön viel Zeit gekostet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesmal schaffe, bis nach hinten hinzukommen, weil... Ja. Lief jetzt nicht so super, ne? Oh Gott, hier hast du das... Da unten habe ich was vergessen. Scheiße. Na gut. Ja. Mach doch jetzt mal hier. Nee, ich glaube, das wird keine Runde. Mein Skill, ja, lassen wir das. Ist jetzt nicht so hervorragend, ne? Aber okay. Wie gesagt, ich will euch das hier nur zeigen, von daher... Kein Problem. Schnell was Neues holen. Vielleicht kommen wir ja doch noch relativ weit. Okay, ich vermöbeln mir jetzt erstmal mal sowas von. Ah, das lief besser. Das lief sehr gut. Kann mir das mal ein bisschen was aufholen. Muss ich auch gleich noch dran denken, die Säulen zum Einstürzen zu bringen. Weil es gibt schließlich auch nochmal Punkte. Und auch, ja, Waffen sozusagen. Hallo. Ach, dann nimm das doch jetzt mal mit hier. Okay. Weiter! Schneller! Oh Gott, du schon wieder, ne? Hau ab. Ah, das lief gut. Das lief sehr gut, aber dafür wurde ich jetzt von einem Fass getroffen. Ja, super geil. Okay, wir haben 69%. War nicht mehr ganz so viel Zeit. Das ist nicht gut. Gar nicht gut ist das. Wenn wir was Neues wollen. Ja, super geil. Das wird diesmal nichts, habe ich das Gefühl. Toll. Komm schon. Okay. Das könnte knapp werden. Ja, vor allem bist du hier noch, ne? Verdammter Saftsack, ich habe endlich keine Zeit für dich, ne? Ja, natürlich. Das kommt schon. Okay. Okay, Schlüssel mitnehmen. Schnell das jetzt zerstören. Komm schon, komm schon. Nein! Vor allem, ich habe da unten irgendetwas vergessen. Nein! Das gibt's doch einfach nicht. Komm schon. 98? Wo ist denn noch was? Hä? Warum ist die Truhe da? Keine Ahnung. Oh! Ach ja, genau. Man kann auch mit dem Räuber schlagen. Das habe ich ganz vergessen. Okay. Holen wir uns hier noch diese Kiste. Und yay! Und der Gewinner ist Frau Methuselik. So schaut's aus, Leute. Geht doch. Na.
War klar, dass es nicht die Höchstpunktzahl wird, weil ich im anderen Run schneller war. Aber macht ja nichts, wie gesagt, ich will euch ja einfach nur die Charaktere zeigen und die, wie ist das, Übungsmethoden? Nee, so ist es nicht. Fail. Übungsmodus. Okay. Ja, Übungsmodus. So, und als letztes machen wir... Ja. Machen wir nochmal das Versteckspiel. Mit Trubadix. Machen wir keine Schande, Trubadix. Go-Go-Spiel. Mach hinne. Man merkt schon, das Spiel ist alt. Nur für ein so ein Minispiel, so ein langer Ladebalken. Naja. Bereit machen. Okidoki. Auf die Plätze. Fertig. Los. Go! Wann bin ich denn jetzt? Ach, ich bin eine Lila, ne? Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Wetten, ich... Die anderen sahen wieder ab? Das wäre wieder so typisch. Okay. Gut, dann hier nochmal. Natürlich nur ein Knochen, was sonst. Ja, komm schon. Alter, Kamera, ne? Die schwenkt manchmal so stark. Ja, natürlich hat Asterix. Ne, den kriege ich nicht mehr. Der ist der rote Pfeil und nie im Leben. Und ich kriege hier gar nichts, ne? Das ist, wieder so typisch. 250 Punkte. Toll. Na komm schon. Ja, ich kriege hier gar nichts, ne? Ach, die kriege ich doch auch wieder nicht. Die ist doch wieder viel zu weit weg. Läuft so richtig. Also früher, da habe ich die hier alles so richtig in die Tasche gesteckt, aber... Jetzt will das irgendwie nicht mehr. Ja, oh, geh weg. Geht alle weg. Ich habe den Schlüssel. Okay, ich nehme das hier mal schnell mit, damit mich Obelix nicht ärgern kann. Und ab zu Majestix. Und der Gewinner ist... Ich habe sogar gewonnen. What the fuck? Okay. Kann man ja mal machen, ne? Okay. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Projekt gefallen und ein kleiner Einblick in die Spiele, die ich früher so gespielt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin, eure Katan.